Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier im Elden Ring Einsteiger Guide. Wir sind hier in der aschenen Hauptstadt Laendell. Die ist in, ja, sprichwörtlich Schutt und Asche gelegt worden, nachdem wir die Cardinal Sin, die Ursünde, begangen und den Earth Tree angezündet haben und uns durch das zerfallene Farum Azula gekämpft und an der schwarzen Klinge Maliketh vorbeigeschlagen haben. Bis zu diesem Punkt, der jetzt quasi das Ende des Spiels markiert. Wir laufen langsam aber sicher auf das große Finale dieses großartigen Spiels zu, haben nur noch in Anführungszeichen dieses Gebiet hier vor uns, das ist allerdings mit 4 Bossen gefüllt. Also noch ein, zwei Episoden vor uns, aber jetzt erstmal hier durch die aschene Hauptstadt. Die ist lange nicht mehr so umfangreich und weitläufig, wie ihr das von der einstigen goldenen Hauptstadt Laendell kennt. Die Karte ist die gleiche. Es ist ein kleines bisschen verwirrend, weil auch noch die unterirdischen Wegpunkte hier markiert sind. Und es gibt auch leider in Anführungszeichen nur eine Handvoll Gegenstände einzusammeln in diesem weitläufigen Gebiet. Aber das sind alles ziemlich wertvolle und ziemlich coole Gegenstände. Deswegen fangen wir gleich mal an und laufen straight forward an dieser Geisterfigur vorbei. Hier runter. Und zwar haben wir hier schon einen Zugang in die Kanalisation. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die Quest des Dungfressers bislang noch nicht erledigt habt, könnt ihr das jetzt immer noch tun. Ihr könnt euch hier hinabfallen lassen in die Kanalisation und dort noch die Quest des Dung-Eaters fortführen. Aber wir haben das schon getan. Ich habe ein extra Video dazu gemacht. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier unten noch ein Item, das wir einsammeln wollen, das wir nur jetzt und nur über diesen Zugang erreichen. Ein Talisman, der gar nicht mal so unwertvoll ist. Aber es ist ein bisschen knifflig, sich hier runterfallen zu lassen. Wenn ich jetzt abstürze, das wird peinlich. Plump. Jawohl. Der Purpur-Bernstein. Das Purpur-Bernstein-Medaillon 2. Mehr Lebenskraft, falls ihr das braucht. Da wir jetzt hier nicht mehr rauskommen, teleportieren wir uns einfach wieder zurück zum Ort der Gnade Laendell, aschene Hauptstadt, und sind dann wieder an der Oberfläche und können nun weitermachen mit dem Abgrasen der kaputten Hauptstadt. Selbe Richtung, wieder an der Geisterfigur hier vorbei. Und dann auf dieses Doppelgebäude hier zu. Und zwischen rein. Hier liegt schon das nächste Item. Befleckte goldene Sonnenblume. Seltenes Crafting-Material. Wir verlassen das Gebäude. Laufen hier geradeaus die Aschedüne hoch. Auf das hier zu. Über diesen Ast oder Wurzel oder Baumstamm. Ein Runenbogen. Jawohl. 90 Grad nach rechts. Unter dem gigantischen Speer durch. Und da leuchtet schon das nächste Shiny. Goldene Sonnenblume. Bevor wir jetzt weiter nach oben gehen, hier geht es dann tatsächlich über meinem Kopf diese Wendeltreppe hoch zum Boss, haben wir noch so ein paar andere Sachen zu erledigen und dafür müssen wir jetzt hier an der Mauer entlang, da wo wir einst auch über den Flügel nach oben geklettert sind, in den oberen Bereich der Hauptstadt. Das können wir nach wie vor tun. Auch wenn der Flügel abgebrochen ist, können wir nach wie vor hochklettern. Ich muss nur die richtige Stelle erreichen. Und die ist hier. Dann hier schön nach oben. Ah, ich muss mal wieder die Laterne einschalten. Bei jeder Reise ist die wieder deaktiviert. Gehört echt mal nachgepatcht, dass das standardmäßig an ist. Hier die Leiter hoch. Ich finde, jetzt auch passt die atmosphärische Hintergrundmusik, wie sie schon in der normalen Hauptstadt im Hintergrund gedengelt hat, finde ich jetzt sogar noch passender. Viel atmosphärischer als zuvor. So, da unten seht ihr einen Riesengargoyle. Wenn ihr Pech habt, entdeckt ihr euch hier schon. Aber wir müssen ihn gar nicht bekämpfen, um das Item zu holen, das er da unten bewacht. Um das zu erreichen, müsst ihr einfach hier durch. Hier die Treppe runter. Links auf den Balkon. Dann schauen wir mal, ob er gerade patrouilliert. Wir warten kurz ab. Jetzt dreht er wieder um. Und da sehen wir schon das goldene Shiny. Ein uralter Drachen-Dunkel-Schmiedestein.
Jawohl. Das war's hier. Wir können jetzt, auch wenn es, ihr könnt es alles gerne ablatschen, wenn ihr wollt, aber ihr werdet hier leider nichts finden. Deswegen können wir uns gerade wieder zurück zum Ort der Gnade teleportieren und weitermachen. Das ist, wie gesagt, tatsächlich echt nur eine Handvoll an Zeug, das man einsammeln kann. Ich bin das erste Mal hier wirklich, habe jeden einzelnen Winkel habe ich abgegrast und war dann doch ein bisschen herbe enttäuscht, dass es so wenig einzusammeln gibt. Ich möchte euch jetzt auch vor einer Enttäuschung bewahren, die sich hier auf der linken Seite auftut. Das hier oben, diese ganze Mauer, ist ja der Anfang von Laendell gewesen und man kommt hier tatsächlich auch hoch. Allerdings auch hier gibt es absolut nichts. Ich möchte euch trotzdem kurz mit dahin begleiten, um euch etwas zu zeigen. Man käme auch hier wieder aus der Hauptstadt raus, so wie wir sie einst damals betreten haben, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr Sinn und Zweck. Wir haben alles erledigt in der Spielwelt. Es gibt nichts mehr zu tun. Ich laufe jetzt mal ganz kurz hier durch, mache wieder die Laterne an. Und egal ob in diese Richtung, hier ist schon gleich Sackgasse, oder in diese, wo der Ausgang ist, hier gibt es nichts zu holen, nichts zu entdecken, nur ein Blick auf diesen Innenhof hier, wo man, sieht man es vielleicht hier, links unten seht ihr ein weiteres goldenes Shiny, das ist einer der legendären Talismane. Nur wie kommt man da hin? Tatsächlich von dieser Seite aus nicht. Das wird jetzt ein kleines bisschen eine Marschiererei, nämlich hier ist der Ost-Altus-Turm und hier ist der Weg in die verbotenen Lande, der uns auf den Berggipfel der Riesen geführt hat und wir müssen von hier tatsächlich ein Stück Backtracking betreiben und von dieser Seite aus Laendell betreten, was leider ein kleines bisschen ein ordentlicher Fußmarsch ist. Aber ich nehme euch damit jetzt einfach mal ganz kurz ungeschnitten mit, damit ihr da auch die Orientierung behaltet. Dadurch, dass die Karte halt sich nicht verändert hat im Vergleich zur Hauptstadt, kann es sein, dass man sich leicht verläuft oder die Orientierung verliert. Und deswegen komm schon runter. Das wird eh keine allzu riesenlange Episode, anders als jetzt vielleicht so die 2 Stunden Farum Azula, weil das Gebiet hier, wie gesagt, relativ klein ist und deswegen kann man ja das jetzt hier auch mal hier ungekürzt zeigen. Nicht wahr? Man treibt es ein bisschen in die Länge. Man will dieses Spiel eigentlich nicht vollenden und beenden und will gar nicht, dass es vorbei ist, weil es einfach so ein tolles Abenteuer war. Und wenn man mich fragt, wenn es ein Spiel gibt, wo ich mich am liebsten blitzdingsen würde und es komplett vergessen würde, um es nochmal von vorne zu erleben und alle Eindrücke nochmal wirklich als Pilotprojekt erleben, würde ich sagen, ja, da ist Elden Ring der Kandidat noch vor dem ersten Dark Souls, weil ich in meinem ersten Durchgang so viele tolle, erinnerungswürdige Aha-Momente hatte. Seien es Kulissen, die sich vor mir aufgetan haben, seien es Geheimnisse, Abkürzungen, Items, die ich entdeckt habe, seien es die Bosse, die ich bekämpft habe. Es ist schon ein einmaliges Meisterwerk geworden. Vielen Dank From Software, vielen Dank Hidetaka Miyazaki. Einmal mehr hat er sein Genie bewiesen in der Schöpfung einer Welt, in der man sich verlieren kann. Die rundum gelungen ist. Also, vielen, vielen Dank. Das ist hochachtungsvoll. Jokerface. Alles klar. Wir haben die Stadt wieder betreten. Jetzt müssen wir hier noch den Aufzug holen und hoffen, dass die Burschen uns nicht allzu sehr verfolgen oder in den Rücken schießen. Deswegen biege ich jetzt einfach mal gerade hier in die Ecke ab. Bin in Deckung. Der Speerträger überlegt noch. Der Armbrustschütze auch. Und der Laendell-Soldat denkt sich auch so, war da was? Das ist ein langer Aufzug. Es dauert eine Weile, bis der da ist. So. Tatsächlich der einzige Weg in diesen Seitenbereich, in diesen anderen Innenhof von Laendell. Aber wer diesen Talisman haben will, der ja auch dann ein legendärer ist und deswegen Achievement-relevant, muss diesen kleinen Umweg leider in Anspruch nehmen. Aber es ist tatsächlich alles weitgehend gefahrlos. Keine Gegner. Bis jetzt. Dafür packt From Software hier gleich eine knüppelharte Herausforderung, wenn man sie denn angehen will. Da hinten seht ihr schon ein Baumwesen. Und das ist nicht das Einzige. In diesem Innenhof verstecken sich insgesamt 3. Der ist der Einzige, der jetzt gerade schon draußen ist. Und die anderen beiden sind im Sand versteckt.
Ihr müsst sie nicht angreifen, ihr müsst sie nicht bekämpfen, um an den legendären Talisman ranzukommen, keine Sorge. Wenn ihr einfach hier euch entlang dieser Wand bewegt, dürfte es eigentlich kein Problem sein, unentdeckt zu dem Talisman zu gelangen. Ihr müsst ein kleines bisschen halt auf den achten, der hier schon draußen ist, dass er nicht gerade in eure Richtung schaut oder kriecht, wenn ihr gerade hier vorbeilauft. Dann einfach die Füße in die Hand, solange ihr ja unentdeckt seid, habt ihr unendlich Ausdauer. Sehr gut. Dann in etwas größerem Bogen auf diesen Baumstamm zulaufen. Das ist ein bisschen gruselig, die Viecher. Gunst des Erdenbaums 2. Ich bewege mich jetzt schnell hier hinten ins Eck. Und werde mich ein weiteres und garantiert letztes Mal hier raus teleportieren. Eieiei. So, ein Item haben wir noch hier im Vorbereich, bevor es zum Boss geht. Ich mache wieder die Laterne an. Und jetzt bewegen wir uns hier auf die Hauptgebäude zu. Das ist ein bisschen gemein versteckt, muss man sagen. Oder sagen wir, versteckt vielleicht nicht so gemein, aber erreichbar ist es auf besonders gemeine Art und Weise. Aber dazu müssen wir es erstmal erreichen. Also hier schön auf diesen Gebäudekomplex zulaufen, auf diese Treppe. Und jetzt muss ich selber die Stelle suchen. Kleinen Moment, hier gibt es irgendwo einen Spalt, der nach oben führt. Dann hier auf dieses Dach. Und dann seht ihr es da hinten schon, hinter diesen beiden Kaminen leuchten. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen schwer zu erreichen, weil der Sprung hier ganz schön knifflig ist. Hier auf diesen Vorsprung. Und jetzt... So, mit einem 90-Grad-Sprung sammeln wir die Heldenrune 4 ein und haben damit alles eingetütet. Na Gott sei Dank. Hoppa. So, nun aber zum ersten Boss des Finales. Wie gesagt, insgesamt gibt es 4 Stück. Der erste ist eine kleine Überraschung, denn es ist eigentlich ein freundlicher NPC gewesen, der in der Tafelrundfeste für sehr viele Informationen gesorgt hat, mit denen man sehr häufig über diverse wichtige NPCs und Bosse sprechen konnte, nämlich Sir Gideon Ofnir, der Allwissende, der sich jetzt hier... Oh, die Kanzel ist auch schön. Hört mein Volk! Ich bin fast durch. Okay, Scherz beiseite. Ja, Sir Gideon Ofnir, der Allwissende, der jetzt sein Wissen gegen uns verwenden wird und das auf tatsächlich... Ich meine es so, wie es gesagt ist, denn Sir Gideon Ofnir beherrscht jede Menge unterschiedliche Zauber, Anrufungen, Pyromantien. Er hat sich einiges von legendären Bossen wie Rykard, wie Malenia abgeschaut, um euch alles entgegenzuknallen, was es so gibt. Das macht den Kampf ganz schön knifflig, vor allen Dingen im Nahkampf, aber das kriegen wir schon hin. Jetzt lassen wir ihn erstmal wieder ein bisschen labern, das kann er ja besonders gut. To stand before the Elden Ring, to become Elden Lord. What a sad state of affairs. I commend your spirit, but alas, none shall take the throne. Queen Marika has high hopes for us, that we come. Wie bereits erwähnt, verwendet Sir Gideon eine so breite wie vielseitige Produktpalette an Zaubern, Pyromantien und Anrufungen, und er kann sie unglaublich schnell hintereinander casten, was er gerade hier eindrucksvoll unter Beweis stellt. Zudem richten seine Zauber massiven Schaden an, selbst wenn ich hier den Schild oben habe. Insbesondere seine Flugseelenpfeile hier sind extrem fatal, zumal er bis zu 6 hintereinander abfeuern kann. Und wenn ihr euch von diesen Dingern treffen lasst und wenig mobil seid, dann passiert das hier. Ihr beißt schneller ins virtuelle Gras, als euch lieb ist. Nun, wie kommt man diesem Typen bei? Ich zeig's euch. Wie ihr schon gesehen habt, dürft ihr nicht auf Distanz gehen bei Sir Gideon, sondern immer an ihn ran und den Vorteil nutzen, dass viele seiner Angriffe sich unterbrechen lassen, selbst mit einem so leichten Schwert wie dem meinen hier. Und außerdem ist Sir Gideon extrem blutungsanfällig, wie man gerade hier gesehen hat. Und das richtet natürlich fatalen Schaden an. Man darf nur nicht so gierig werden wie ich. Die Pestblüte Malenias hat mich gerade hier böse erwischt. Nichtsdestotrotz sofort heilen, wieder auf die Distanz überbrücken, an ihn ran, unterbrechen, weiterer Blutungsschaden verursachen.
Er macht gerne Panic Rolls, um auszuweichen und lässt euch dann ins Leere schlagen. Lasst euch davon nicht ins Foxhorn jagen, sondern so wie er wieder aufhört zu wüten, an ihn ran und weiter auf ihn eindreschen und so nach und nach seinen Lebensbalken nach unten treiben. Im Nahkampf ist das ziemlich prekär, im Fernkampf schon deutlich einfacher. Hier jetzt mal als Beispiel, wie man das mit einem Magier macht. Da könnt ihr den Burschen getrost schön auf Distanz halten. Mit zielsuchenden Geschossen wie den meinen hier ist es ganz besonders einfach. Hier schön 50 Meter Entfernung draufballern und ihr seht, er nimmt auch durchaus ordentlich Schaden. Also er ist zwar ein magiebegabter Mensch, aber Magieschaden nimmt er trotzdem ganz ordentlich. Das ist schon sehr angenehm anzuschauen hier. Zurück zu unserem Nahkämpfer, muss ich ein kleines bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Lass ihn zaubern, weiche entweder aus oder geh an ihn ran, je nachdem was er zaubert. Und versuche seine Zurückweichmomente und sowie seine Spammerei in Sachen Seelensperren auszuweichen und ihm dann nach und nach hoffentlich jetzt endlich mal hier den Rest zu geben. Na also. In my bones, a tarnished cannot become a lord. Not even you. A man cannot kill a god. Tja, das vielleicht nicht, aber den Allwissenden können wir bezwingen. Wir bekommen sein Zepter, seinen Helm, seine Rüstung, seine Stülpen und seinen Beinschutz. Und einen Ort der Gnade. Herrlich. Ja, und da oben, da wartet es bereits. Das Vorfinale. Da laufen wir mal noch kurz hin. Auch hier gibt es abseits der Wege, die ihr bereits kennt aus der normalen Hauptstadt, nichts einzusammeln. Also macht euch das gar nicht die Mühe. auf jeden Fall hier, wie früher, die Wurzel hier hoch und diesen Weg entlang. Und dort wartet im Grunde der letzte Ort der Gnade. Flankiert von einem letzten Item hier. Auf diesem riesengroßen Sofa? Die Heilung des Erdenbaums. Wir aktivieren den Ort der Gnade. Werfen mal ganz kurz einen Blick auf das, was folgen mag. Hier oben schon unheilvolles Nebeltor. Große Bossarena. Hier oben haben wir Morgoth bezwungen. Jetzt wartet ein ganz, ganz anderes Kaliber. Machen wir dann in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Ich würde mich sehr über einen Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und macht's gut.